gestellt. Und sie ist down. GG. Easy. Ella hat keinen Top-Pot verbraucht. Nicht einen. Und jetzt seht ihr wieder drauf. Jetzt seht ihr wieder drauf. Es ging ja schnell. Ich habe mich ja schnell wieder eingeloggt. Es war nur ein kurzer Error. Also er hat mich rausgeworfen und hat gesagt, ey Digga, Error. GG. Gerade wo ich mir meine Zigarette anschauen wollte. Also mit meiner 1 mache ich 23.000 Schaden. Mit meiner rechten Maustaste weiß ich es gerade nicht. Das weiß ich gerade nicht. Nee, das sehe ich immer nur. Du hast es eh gleich geschafft, Bella. Wir haben nicht mehr lange, Leute. Ich weiß. Wir haben nicht mehr lange. Bella macht das easy. Schaut sie euch an, Leute. Das ist eine Kämpferbraut. Ah. Die muss man lieben und begehren, ja? Ich werde gerade mal hin und her geschubst. Wer das nicht tut, der wird geschlagen. Gequält. Geknebelt. So eine Frau muss man lieben, ja? Lieben und pflegen. Wie eine wunderschöne Blume. Oh yeah! Ich bin so ein romantischer Pinguin. Ich bin so romantisch! Oder nicht? Oder eher beängstigend. Eins von beiden. Ich bin entweder romantisch oder beängstigend. Könnt ihr euch jetzt selber aussuchen. Go, Bella! Go! You can do it! Yeah! Bella! 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 Ip, du Scheißteil! Geh endlich mal hier tot! Ja! Yeah, Bella, Bella! Nice! Okay, ich habe wie gesagt zum Revenger geswatcht. Geswatcht. Oh, dann muss ich ja jetzt auf Schaden gehen. Nein, musst du nicht. Bleib einfach Revenger. Machst ja guten Schaden mit Revenger. Oh, guck mal, hier ist Lava. Und wo muss ich denn hier hin? Hui. Einfach hoch, hoch, ganz hoch. Oh. Und oben ist keine Lava. Ein Moment. Oben ist dann keine Lava. Der fies. Kann man den nicht runterschubsen? Nein, leider nicht. Der würde dann wahrscheinlich wieder irgendwie respawnen oder sonstiges. Außerdem müssten wir ihn irgendwie hochkatapultieren und ab in die Lava, weißt du? Das funktioniert nicht, denke ich. So. Das würde nicht so funktionieren, Bella. Das würde, denke ich, nicht so funktionieren. Ich brauche Leben, ich will leben. Hau die Monster, hau die Monster. Da sind Monster. Ja, ganz viele. Aber ich hab Leben. Ganz, ganz viele Monster. Ja, dann mach doch. Mach mit, ich mach mit. Warte. Yay. Tornado Strudel des Todes! Monte! Karamell! Jawoll! Monte Karamell des Todes! Eigentlich müssen wir eh nur draufhauen, bis er stirbt. Ja. Das kann sich nur um Stunden handeln, Leute. Das kann sich nur um Stunden handeln. Wird auf jeden Fall ein nettes Materialstück an Renderarbeit für mich. Wie war euer Tag so? Meiner war schön. Das freut mich. Tornado. Wie viel Schaden machst du und wie viel Leben hast du, Bella? Also Leben habe ich 49.381. Okay, und Schaden? 13 oder gesamt? Bei 1. Wenn du 1 drückst. Warte. Wenn ich gleich mal was sehen würde, dann könnte ich es dir auch sagen. Das würde mich mal echt interessieren. Ich hab gerade Lachs. Das ist nicht gut. Immer dann, wenn ich meine 1 mache, ist er von mir weg. Ich will gerade meine Passive rauskitzeln. 14.100 irgendwas. Ah, das ist ganz nett, ja. Ich mach 20.000. Hey, Passive rausgekitzelt. Die macht nämlich auch Schaden, Leute. Die Passive macht auch Schaden. Kann man ruhig mal rauskitzeln lassen.
Tornado! Aber ich glaube, mit der Ganzlinge habe ich mehr Schaden. Meine rechte Maustaste macht 17.000 irgendwas. Ich glaube, wenn ich auf den Fetrixer gehe, würde ich sogar mehr Schaden machen, während du tankst. Ich glaube, das wäre vielleicht eine Idee. Fetrixer ändern, mehr Schaden machen und schneller zu Pinata kommen. Aber Pinata kannst du nicht tanken wahrscheinlich, ne? Ich weiß es nicht, ich habe es noch nie gemacht. Pinata ist übel hart, also das wird echt schwer. Pinata ist eine Klasse für sich. Ja klar, kannst du es mal ausprobieren, natürlich. Natürlich, natürlich. Sicher, sicher. Monta. Wenn du jetzt noch mal Akku kriegst, wäre ich glaube ich noch mal Klasse wechseln, einfach mal schnell. Genau, dann switche ich mal kurz. Da muss ich aber hier auch mal kurz den machen. Ganzlinger. Switch, switch, switch. Dann auf Fetrix da. Switch. Ein. Wo ist mein Stab? Da ist mein Stab. Holy shit, mein Stab. So. Jetzt habe ich mein Fetrix mit Damage. Ja, das ist doch Damage. Schaut euch mal die Zahlen an. Vorhin waren es 20.000 permanent, jetzt sind 50.000 mal bei Crit. Bei normalen Attacks 31.000. Das nenne ich Damage. Mein Fetrix ist der Tod gegen jeden verfickten Boss. Oh yeah. Aber auch ein derber Aggro-Killer. Also Aggro nehme ich gerne mal mit Fetrix da. Yeah. Schau dir den Schaden an, ist er nicht schön. Und wie schnell er stirbt dann. Also so könnten wir das, denke ich, schaffen. Also wir kriegen Lava. Wenn wir jetzt Lava kriegen, geht's extrem schnell. Aber irgendwie, denke ich mal, die letzten zwei Ebenen, DOTM und Pinata, da kriegt man nicht viel Lava. Da sind sie immer irgendwie geizig. Das war schon immer so. Pinata, DOTM, ganz wenig Lava-Räume. Ganz, ganz wenig. Vielleicht ein Lava-Raum und das war's. Ganz geizig. Und die Spinne und Wiggler, nenne ich ihn. Wiggle, 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 wiggle. Da kriegt ihr Lavaräume ohne fucking Ende. Denk dran, ich bin noch nicht ein Lavaraum, Bella, ein Lavaraum. Komm her, komm her, komm her. Ich bin noch nicht da. Ja, ich spawn eh noch nicht. Meine Hand schläft. Oh, Tank ist anstrengend. Ja, so anstrengend, Bella. Oh. Man sieht nur Geblinke, das tut weh in den Auge. In der Auge? Der Auge ist. Ich könnte mir eine Klasse freischalten. Ich glaube, ich werde als nächstes den Knight freischalten. Ich bin hier hinten bei der Lava. Kannst schon starten. Welcher Lava? Starte. Ach, da. Da, wo die Monster laufen, da bin ich. Ich lock sie schon mal zur Lava. Komm in die Lava, Bella. Lass uns baden. So war das nicht gemeint. Ja, baden, Stäbe. Ich sehe nichts, ne? Also ich habe einen rosa Bildschirm. Ja, okay. Okay. Sie sind am Sterben. Sind am Sterben. Da kommen die Dicken. Da kommen die Dicken Willis. Die Dicken Willis. Ah, da hätte ich jetzt gerne irgendwie schon mal einen ganz länger, damit ich irgendwie länger oben bleiben kann. Sonst muss ich immer hüppen. Ich hab nur das Spinnviech hier drin. Ja, ja, das andere hängt hier gerade. Ich hol's mal rein. Ich lass es mitbaden. Komm rein in die Party, mein Freund. Ey, der hat ja Teleporter. Was ein Arschi. Der eine ist gleich tot, der andere müsste eigentlich auch langsam den Geist aufgeben, hoffe ich. Holy shit. Hier, frisst die Stäbe, Hurra-Dod. Der sei ich auch gleich tot. Kann ich aus der Lava raus? Ich weiß nicht. Weil meine Passive tankt jetzt. Ja, 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 klar, komm. Gönn dir. Gönn dir, gönn dir. Ey, der hat ja ekelhaft Teleportation. Ja, die habe ich schon ein paar Mal abgekriegt. Ah, oh, da kommen die Monster. Achtung, One-Shot-Schlag. Was, wo? Ist schon raus, ist schon raus, ist schon raus. Aber der soll in die Lava gehen, damit du halt nicht One-Shot wirst. Er hat sie schon wieder draußen.
Okay, sehr schön, Bella, sehr schön. Weiter, weitermachen. Weitermachen. Ich hole mir dabei mal den Typ wieder. Weil ich sehe nämlich nichts, weil ich stehe in dem Lavafluss drin. Ich sehe rein gar nichts. Ich versuche mal hier kurz den Fernkämpfer loszubekommen. Du hast alle Akro. Ich weiß, das ist normal. Du kennst doch meine anziehende Kraft als Fee-Trickster. Da bin ich überaus attraktiv und anziehend. Kümmere ich mich zu lange um den Fernkämpfer? Mach ich auch gerade. Mach ich auch gerade, Bella. Fernkämpfer tot. So, und jetzt die Viecher. Und dann spawnt der die dicken Kuchen. Annie! Bella, Bella tot. Bella, Bella hat abbekommen. GG, Bella. Aber macht nichts, krieg ich hin. Das denke ich nicht mehr schwer. Erstmal die One-Shotter. Tschüss, One-Shotter. Ja, der hat mich erwischt. Tschüss, Käfer. Oh, Kuchen. Ich liebe Kuchen. Ich wollte gerade was trinken. Ja, trink doch. Ist doch nur Kuchen. Es sind doch nur Kuchen, Bella. Ja, danke, Mann. Bin es ich geh in die Lava. Kommt her. Zu Lava. Zu Lava. Zu Lava. Ja, Lavabahn. Husch. Husch. Ja, schön in die Lava, ihr pisslichen Kuchen. Ab in die fucking Lava mit euch. Dann mache ich mir ein Zigarettchen, weil er muss wieder stoppen. Jetzt weißt du, wie es mir gerade ging, wo ich tot war, ne? Ist gemütlich. So, aber du lebst gleich wieder, Bella, dauert nicht mehr lang. Okay, ist vorbei. Kannst du ja machen, kannst du ja machen, ich habe Akku. Frag dich nur, wie lang. Genau. Okay, vorbei. Okay, ich hab sie wieder, glaube ich. Nein, doch nicht. Vorbei. Ist vorbei, Bella. Alles vorbei. Meine Stäbe am Akku. Zählt das auch? Ich denke. Es ist eh nur noch der Dicke. Der ist auch gleich tot, der dicke Willi. Der gibt auch gleich den Geist auf. So, dicker Willi. Jawohl. Nice, das war Raum Nummer 2. Dann fehlt noch ein Raum und dann Piñata. Piñata. Du blöde Biene, stirb an deinem eigenen blöden Scheiß hier. Los. Kiste öffnen. Okay, das läuft eigentlich ganz gut. Wie viele Items habe ich? Ich bin ziemlich vollgepackt. Sieht sehr vollgepackt aus auf jeden Fall. So. Muss jetzt kurz warten. Ich will stopfen. Ja, mach das. Ich mach dabei weiter. Nein! Kannst ja stopfen. Ich mach dabei weiter. Da nutze ich die Lava aus. Ich bin ja noch nicht mal da drin. Nein, mein Revent muss ich noch ja leveln. Nichts. Du musst ja nicht. Level, level, level. Ja, ich bin schon tot wieder. Ja, kriegst du trotzdem. Ja, der ist auf 19 bei der Hälfte. Ja, du kriegst doch trotzdem XP. Heul jetzt nicht rum, Bella. Alles ich gut. Ich will was tun. Ja, mach dir die Zigarette, tust du was. Und dann? Und dann kannst du helfen kommen. Nein, bin ja tot. Ach Quatsch, du lebst gleich wieder, da kannst du helfen. So, die sterben nämlich gerade alle. Falls du es hörst. Nein, hör ich nicht. Ich höre nur. Din, 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 din. Lol. Okay. Bam, 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 bam. Okay, jetzt lebst du wieder. Es ist wieder Party on. Oh nein, der hat einen ekligen Debuff, wo ich runtergezogen werde, wenn ich in seiner Nähe bin. Schön in die Lava, ihr Pinkel. Ihr Pinkelkinder. Yay. Die. Die already. Die. 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 Suche Sonne. Easy. Schön. So kann das doch laufen. Jawohl, alle sind in der Lava, glaube ich. So kann das laufen. Ich schub sie mal ein bisschen rum. Kann man ja mal machen. Kann man ja mal machen. Einfach ein bisschen rumschuben hier. Ey. Ja. Ich denke, die sind tot. Würde ich mal behaupten. Da kommt Dragons. Dragons. Lass uns sie slayen. Hey. Slay the Dragons. Uh.
ganz schicke Türme habt ihr da aufgestellt. Die bringen aber gar nichts. Dafür bin ich zu strong. Strong and tough. Aber die Türme ziehen mich auch ganz schön runter, wenn ich jetzt da so reinkomme. Aber es macht eigentlich nichts, weil sie sterben ja eh schon. Yay! Yeah. Okay, jetzt kommt nur der Dicke und dann haben wir den Pinata. Oh, der Teleportation. Der Teleportation, der Asi. Und Teleportation. Der zwei? Ja. Der teleportiert sich gern zu mir, aber er stirbt auch, weil er einfach in die Lava fällt. Wie ein Arschi. Au. Au. Okay, er ist gleich tot. Yay! Yeah. Arschi! Ich will die Kiste! Du machst das schon, ne? Du machst das schon, Bella. Ich bin nur das Rad am Bein. So. Jetzt bin ich gespannt, ob du Pinata tanken kannst. Das würde mich ja echt interessieren. Ah. Weil Pinata ist echt eine Klasse für sich. Ich will es probieren. Mehr kann ich auch nicht machen. Ich möchte es einfach probieren. Wenn es nicht funktioniert, musst du. Ja, wenn es nicht hinhaut, dann mache ich es mit Fetrix. Das kriege ich auch mit Fetrix hin. Gar kein Problem. So, Pinata. Und dann werde ich cutten. Dann werde ich einen Cut machen. Dann habe ich für ein paar Folgen auf jeden Fall für euch übrig. Dann habt ihr auf jeden Fall mal wieder ein paar Folgen drauf. Weil da freut ihr euch ja immer, wenn ihr ein paar Folgen drauf macht. Ich finde die AP-Anzeige voll sexy. Du sollst doch noch nicht, ich wollte ihn in die Ecke ziehen. Ha! Voll Aggro. Ja, kein Wunder, wenn nicht du mich den noch nicht mal in die Ecke ziehen lässt. Kann ich den jetzt mal bitte in die Ecke ziehen? Wie soll ich denn das Scheißding tanken, wenn du... Okay, Bella. Jetzt ist er in der Ecke. Viel Spaß, Bella. Ich geh da mal wieder, ne? Ich liebe es. Ich liebe es. Yay, ich hab alles Aggro. Das liebe ich so, Fetrix. Ich mach zu viel Schaden, Bella. Mein Fetrix ist ein Assi. Dein Fetrix, deine Puppen ziehen generell Schaden. Nein, nein, meine Puppen mache ich ja gar nicht. Ich bin gerade nur im Bewegen. Dann bleib doch mal in der Ecke. Oh Mann, wie soll ich... Ich soll in der Ecke stehen bleiben als Fetrix, mit null Leben. Das geht nicht mit Fetrix da. Ich bin kein Ganzlinger. Mit Fetrix da bin ich einfach einer, der draufknallt und nicht rumhüpft. Das haut nicht hin, Bella. Das kann ich dir nicht bieten. Dann musst du tanken. Aber okay, ich versuche in der Ecke stehen zu bleiben. Wenn ich sterbe, ist es deine Schuld. Ist dir hoffentlich klar. Ich versuche mein Bestes in der Ecke, in der Luft zu bleiben. Ah, nicht runterfallen. Einfach nicht runterfallen. Einfach nicht runterfallen. Und wie tankt sich's? Ganz gut. Ich hab Full Life. Na dann. Na denn. Sehr gut. Und ich mach schön Damage. Aber ich habe immer Angst, wenn ich runterfalle. Da krieg ich Panik. Ein bisschen. A little bit Panik, wenn ich runterfalle. Ein bisschen nur. Weil da so viele Monster sind, die mich töten könnten. Weil ich eben als Fetrix halt wirklich nichts aushalte. Jetzt hätte ich gern meinen Ganzlinger doch wieder. Tatsächlich. Tatsächlich hätte ich doch meinen Ganzlinger jetzt sehr gern. Weil der kann sich permanent in der Luft halten. Permafucking. Als Fetrix halt da die Arschkarte, ne? Ja, ich hab Aggro. Okay. Ich wollte nur mal gucken. Keine Sorge, ich bin schon wieder in der Ecke. Ich wollte nur mal gucken, ob ich Aggro habe. Und ich habe sie. Perma fucking nett. Ja. Mein Fetrix ist fucking OP. GG an mich. Die Stäbe bringen eigentlich gar nichts, ne? Einfach Auto-Attacken. Das bringt gerade am meisten was. Aber sie geht down, die Pinata. Sie geht down. Aber ich finde die HP-Anzeige übel cool. Weil ich bin schon lange nicht mehr in Trove drin gewesen, muss ich dazu sagen. Ich war echt lange nicht mehr in Trove drin.
Ja, auch das erste Mal wieder gestern, nicht vorgestern. Ja, ich war. Nee, gestern. Ich bin heute voll von LOL. Ja, ich bin heute das erste Mal online und habe direkt eine Aufnahme gestartet, weil sich so viele von euch das gewünscht haben. Finde ich aber auch toll, dass ihr euch das so sehr wünscht und euch Spaß macht und euch gefällt, dass ich euch unterhalte. Da freut mich. Und ihr kriegt gerade Pinata-Action ohne Ende. Vor allem ich bin gerade der Tank, wenn man ehrlich ist. Weil ich muss hier einfach in der Luft immer stehen und schießen, was sehr unpraktisch ist für mich. Aber okay, ich nehme es so hin. Für Bella Bella. Ich nehme das so hin für Bella Bella. Gut, dass ich ziemlich viele Jumps habe. Das ist echt positiv. Sonst wäre ich wahrscheinlich schon tot. Wieder nach oben. Aber sie stirbt. Die Pinata stirbt. Das geht echt recht schnell mit dem Fee-Trickster. Ihr seht ja, wie viel Schaden der Pinata frisst von mir und Bella insgesamt. Bella macht ja auch noch Schaden, aber mein Schaden ist halt enorm als Fee-Trickster. Darauf habe ich ihn ja skaliert. Auto-Attack-Speed, Crit-Schaden und Damage. Das ist mein Fee-Trickster und so liebe ich ihn. Das ist so schön strong. Ich liebe es. Ich mache immer so viele Crits und so viel Schaden. Ihr seht es ja eh. Ich habe ja die Damage-Zahlen anzeigen. Manchmal sieht man die Zahlen, wenn ich mal irgendwie nicht drüber bin im Bild. Aber man sieht sie. Und das ist halt echt schön am Fee-Trickster. Der macht einfach super viel Schaden, wenn du den richtig skalierst. Das geht einfach übel gut. Ah! Au, das tat extrem weh. Alter, wie viele Viecher da unten rumhängen. Krass. Vor allem, dass keine der Viecher sterben will. Bemerkenswert. Doch, es sterben ein paar. Sie sterben. Ich sehe sie sterben. Ich höre sie zumindest sterben und sehe sie. Ah, nicht da rein. Ich will nicht da rein. Ich hasse es, wenn ich da mal runterfalle. Ich hasse es extrem. Ich habe da voll Schiss davor immer. Weil wenn ich da reinfall, kann es sofortiger Tod bedeuten, wenn ich Pech habe mal. Einfach ein falsches Timing erwischen, wo die alle gleichzeitig schön viel Damage drücken oder so einen Damage-Schlag ausrichten und dann bin ich tot. Wenn ich nicht schnell genug weg bin, dann bin ich einfach tot. Nee. Aber ich mache das ja wieder Bella, weil sie hat gesagt, ich soll in der Ecke stehen bleiben und springen und ich mache das jetzt einfach mal für sie. Und es funktioniert ja, es funktioniert ganz gut. Ich lebe, alles ist gut. Solange ich halt immer mal wieder schnell wieder abhaue. Dann sterbe ich nicht, dann ist alles gut. Dann ist definitiv alles gut. Aber ich habe halt echt Schiss, wenn ich wenn die Monster halt echt einmal gleichzeitig richtig viel Schaden machen, dann bin ich wahrscheinlich One-Shot. Das wäre halt nicht so cool. Das wäre echt nicht cool. Aber wir haben ihn gleich, wir haben ihn gleich. Dauert immer lang. War gute Entscheidung, mit dem Fee-Trickster zu wechseln, weil der macht halt wirklich enorm Schaden bei mir. Das ist einfach nicht mehr schön, was ich an Schaden drücke mit Fee-Trickster. Kann ich nur empfehlen, den Fee-Trickster, der kann end viel Schaden drücken und mit dem könnt ihr auch viel alleine machen, super viel. Also ich kann auch Pinata Solo machen mit Fee-Trickster. Ist zwar ein bisschen schwierig und kompliziert, weil ihr mit dem Fee-Trickster alle Fernkämpfe auch erledigen müsst, weil die Fernkämpfer zerstören eure Klone viel zu schnell und ihr müsst dann alle Fernkämpfer einzeln töten, während ihr die Pinata immer mal wieder abschießt. Und das ist das Problem an Fee-Trickster. Ihr müsst wirklich alle Ziele einzeln erledigen. Das ist das Nervigste am Fee-Trickster. Das ist schon sehr vorteilhaft, wenn ihr irgendwie einen Tank habt, der, sag ich mal, die Aggro von allen Fernkämpfern und so habt, wo ihr dann echt Ruhe habt, sozusagen. Wo ihr einfach dann nur auf den Boss klatschen könnt ohne Ende, dann ist das easy. Wirklich super easy. Ihr braucht einfach nur einen guten Tank. Und am besten immer in der Nähe des Tanks stehen, so wie ich in der Luft stehen, dann tut ihr den Tank und euch ein mega Gefallen, weil dann laufen nicht immer Monster verwirrt herum, weil alles steht in einer Ecke und das ist viel besser, wenn das einfach alles in einer Ecke steht. Und sie ist down! GG! Easy! Ella hat keinen Top-Pot verbraucht, nicht einen! Ja, das ist Revenger, meine Bella Bella. Das ist Revenger. Revenger fucking OP. So, sehr schön. Dann haben wir alles erledigt. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist Loot Collector, alles zerlegen, klar. Meine Augen haben ein Blitzgewitter. Meine Augen haben ein Blitzgewitter? Warum? Ja, weil du da echt,
ja echt. Oh, ja, ja, mir ist... Du siehst verdammt viel, ne? Wenn du da in der Ecke stehst. Oh ja. Ja, das ist schön, das Tank. Das ist wahr. Das ist wunderschön. Wunderfucking schön. Oh, ich habe einen Hut bekommen. Ha. Witzig. Oh lol. Mal schauen, wie viel Luck ich da hab. Oh, 5 Chests wiederbekommen. Nice. 3 Shadow Keys, sage ich auch nicht nein. Und das war's. Aber nice, nice. Sag ich nicht nein. Was ist eigentlich dieser blaue Balken? Der ist neu. Ein Paddy. Ich kann ja auch mal irgendwie so eine kleine Verlosung machen, wenn ich mal irgendwie... Heart of Darkness bekommen. Wenn ich mal irgendwie Chest oder so farme, dann kann ich ja mal eine Verlosung machen, wenn ich die öffne. Einfach was ich loote, an euch abgeben, wenn ihr irgendwie das wollt. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr sowas wollt, dann kann ich mal sowas machen. Verlosung, wenn ich was aus Chest ziehe, dann behalte ich es, verkaufe ich es nicht und verlose es an euch. Sowas wie Hüte, Pets. Style Surprises jetzt nicht unbedingt. Die würde ich gerne selber machen. 500 Flux bekommen. Yay. Und ein Heart of Darkness. So. So, eine Frage noch. Es gibt Kürbisse jetzt. Was mache ich mit einem Kürbis? Das ist nur Halloween-Event einlösbar. Musst du Halloween abwarten. Warum habe ich jetzt einen Kürbis bekommen? Ich weiß nicht, vielleicht auch, kriegt man eigentlich immer irgendwie aus irgendwas merkwürdigerweise. Naja, geht. Ich habe hier eine Menge Augen bekommen, ein paar Tentakel, war jetzt keine große Sache, aber ging. Ist halt so das Übliche immer, ne? So, und jetzt hat das Interessante natürlich die Titan Soul. Die könnt ihr nämlich auch einlösen hier. Da kriegt ihr dann so nette Chests und von den Chests kriegt ihr end viel Flux. Brutal viel. Und Penta-Seelen oder Quadra-Forge-Seelen. Super geil. Ich habe eine Quadra-Forge-Seele. Geil. Oh. Sowas ist übelst gut verkaufbar auch. Oder eben verwendbar für Equipment. Super geil. Dann gehe ich mal kurz in die Clubwelt. Wenn ihr in die Clubwelt joinen wollt, müsst ihr mich einfach nur adden. Und am besten einen Kommentar da lassen mit eurem Namen. Einfach mal Kommentar, euren Namen schreiben. Ingame-Namen natürlich, nicht jetzt YouTube-Namen oder sonstiges. Ich brauche euren Ingame-Namen. Wenn ihr in den Club wollt, lade ich euch ein, sobald ich online bin. Und ja, ich werde einfach mal so machen. Wenn ihr rein wollt in den Club, schreibt einen Kommentar, dann werde ich euch einfach mal einladen. Ihr könnt da jederzeit rein, jeder darf da rein. Das ist ganz simpel. Also macht euch da keine Gedanken. So, was ich jetzt gucken wollte... Quadra Soul habe ich bekommen, ganz schick. Was habe ich denn für... Du brauchst eine Penta, 3 Penta, ja. Du Quadra brauche ich 2. Gut, da fehlt also noch eine Quadra, aber somit spare ich mir schon mal eine Quadra. Das ist ganz gut. Also man bekommt echt geile Sachen aus so Titan, Titan Soul Kisten. Kriegt man echt geiles Zeug. Aber wie gesagt, ich kann ja sowas auch mal verlosen, wenn ihr irgendwie wollt, dass ich mal sowas verlose, wenn ich irgendwie Lootkisten öffne oder alles mögliche, weil ich krieg davon eh immer so viel, ich habe immer so viel Lootkisten, hier Pinguine und Ende. Wenn ihr wollt, verlose ich mal sowas, dann mache ich die Kisten auf, alles was ich aus den Kisten kriege, wird an euch verlost. Kann ich gerne mal machen, wenn ihr da Bock drauf habt. Müsst ihr halt in die Kommentare schreiben, dann mache ich mal so eine Verlosung. Und ja... Das war's eigentlich für diese Aufnahme, für diese Draw-Folgen. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen. Lasst doch positive Bewertungen da und Kommentare würde ich mit darüber freuen, wie immer. Und bleibt so flauschig, wie ihr seid, meine Freunde. Haut rein, bis zur nächsten Aufnahme. Ich bin euer Rico DP. Bella, noch Abschiedsworte? Tschüss, ihr Idioten. Tschüss.